Wir haben im Rahmen unserer Projektarbeit eine smarte Hydroponikanlage entwickelt und einen Prototypen gebaut. Ich will als erstes mal erklären, was ist denn überhaupt Hydroponik? Also herkömmlich werden Pflanzen in Erde oder Sand oder ähnlichem angebaut. Bei der Hydroponik funktioniert es anders. Gerade bei unserem Deep Water Grow System ist es eben so, dass die Pflanzen in einem Wasserbecken drin sind, welches mit Nährstofflösung versorgt wird. Diese Anlage soll eben gerade diese Nährstofflösung selber nachregulieren und auch den pH-Wert anpassen. Dadurch wird ermöglicht, dass die Anlage bis zu 14 Tage autark funktionieren kann. Was wir hier sehen, ist das Nachfüllbecken. Das Nachfüllbecken fasst ungefähr 20 Liter und wir haben oben ungefähr 30 bis 40 Liter. Das heißt, wir können doch über einen relativ langen Zeitraum Wasser nachfüllen. Diese ist in unserem Versuchsaufbau eine herkömmliche Aquariumpumpe. Sie sorgt einmal dafür, dass das Wasser im Becken sich bewegt und dass neuer Sauerstoff dazukommt. Das ist außerdem sehr wichtig, dass das Wasser nicht kippt und dass wir eben das Ertrinken der Pflanzen verhindern können. Wenn die Anlage nun in diesem Kreis ist, dann bewegt es sich immer weiter. Währenddessen haben wir noch ein Licht. Das Licht wird autodidakt davon geschalten, bedeutet, dass wir sagen, zum Beispiel 16 Stunden am Tag ist es hell und 8 Stunden ist es dunkel. Zudem haben wir das Problem, dass ein Licht sehr viel Energie verbraucht, unser Hauptenergieverbraucher ist. Dafür haben wir einen Lichtsensor eingebaut. Wenn der Lichtsensor quasi Helligkeit wahrnimmt, stellt er von alleine die Lampe ab und es wird so Energie gespart. Von der Einstellung des Programms, heißt welche Wasserhöhe und welche welcher Düngeranteil, welcher pH-Werte, ist das Programm so variabel geschaltet, dass man quasi alle Parameter einstellen kann. Bedeutet, das System ist optimal für Hobby-Tüftler, welche selber ausprobieren wollen, kann ich eventuell meine Tomaten weiter optimieren oder was brauchen meine Pflanzen. Insgesamt soll das System die optimale Kombination sein aus einem Produkt für Heimwerker, die gerne auch mal was selber ausprobieren, aber auch für Leute mit kleinen Häusern, für Schulklassen eventuell, die einfach eine Anlage haben wollen, die relativ pflegeleicht funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.